Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und in den Schatten von Hongkong. Unsere Aufgabe ist es, Lili Lai zu befreien. Lili Lai, die Fuji-Bewacher haben sich schon zurückgezogen und wir werden diese Gelegenheit mal nutzen, um uns hier ein wenig umzusehen. Eine Heilsalbe zum Beispiel können wir uns hier schnappen. Schmeißen wir einfach in den Stash, würde ich vorschlagen. Mal sehen, was wir noch finden. Ja, irgendwie erschien mir das Ganze aber auch ein bisschen zu einfach zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. 250 Nguyen von diesem Cred Stick. Okay, also wir haben hier echt so ein Apartment irgendwie. Mit einem Schlafzimmer. Mit Jacuzzi. Ein Wohnzimmer haben wir. Mit Spielecke, ich weiß nicht, ein Trinktisch. Ich vermute, es ist ein Spieltisch. Also ja, irgendwie, keine Ahnung. Sie ist hier sehr komfortabel umgebracht, aber... Umgebracht, untergebracht natürlich. Vermutlich aber gegen ihren Willen. Wir werden das mal herausfinden. Ja, das Mädchen beobachtet, wie die Wachen sich aus dem Raum zurückziehen und fest sich erstaunt an den Kopf. Aha. Ja, willst du mich auf den Arm nehmen? Fragt sie. Du hast sie einfach dazu überredet, dass sie gehen, damit du mich hier rausbringen kannst. Nice, sehr nice. Ja, und wir können jetzt sagen, ja, du musst Lady in Lay sein. Oder wir können sagen, ja, also lass uns unsere Hintern bewegen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oder wir können sagen, ja, bist du verletzt? Ja, wir... verletzt wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ne? Du musst Lily in Lay sein, sagen wir einfach mal. Das Gesicht des Mädchens verzieht sich in eine komische Maske von Abscheu. Lily, nenn mich Lily. Niemand nennt mich Lillian, außer niemand. Okay, cool. Lily schüttelt den Ausdruck von ihrem Gesicht ab und verschränkt ihre Arme. Sie betrachtet dich von oben bis unten. Sie scheint damit einverstanden zu sein und gibt dir ein kleines Nicken. Also, was ist der Plan? Wirst du mich den ganzen Weg zurück zu meinem Onkel bringen? Ich wurde noch nie aus einem Konzernapartment zuvor gerettet. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Ja, und wir können jetzt sagen, ja, die Yamantee zur Sicherheit wird dich zu ihm bringen. Ich werde dich nur aus dem Gebäude rausbringen. Oder wir können sagen, ja, folge mir und tu, was ich sage. Yamantetsu wird uns treffen, sobald wir aus dem Ikon-Turm raus sind. Ja, und beides Mal taucht Yamantetsu auf. Und ich frage mich, wenn wir das sagen, wird sie darauf reagieren und sagen, hä, was Yamantetsu, warum Yamantetsu? Wir gucken mal. Und sagt, okay, cool. Lass uns von hier verschwinden. Ich wette, dass dieser Sturkopf, ich meine Isain, gerade Verstärkung ruft. Ja, vermute ich auch. Ansonsten wäre es nämlich wirklich zu einfach. So, wir haben alles auf jeden Fall, was wir hier gebraucht haben. Bringen sie also raus. Können wir sie eigentlich gerade angucken hier auf dem Charakterscreen? Ja, können wir. Was sehen wir denn hier? 50 Hitpoints, sie ist stabiler gebaut als wir. Ja, gut, Stärke 2. Schnelligkeit 5, warum hat die Schnelligkeit 5? Sie ist 11, okay. Konzern, Socialite und Academic sind ihre Etiketten. Sie hat Willenskraft 7, sie hat Intelligenz 8, Biotech 6 schon. Die ist doch noch voll klein, warum? Charisma 6. Körper 3, aber trotzdem 50 Hitpoints. Okay, wahrscheinlich damit es nicht so schwierig für uns wird. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum sie in dem Alter schon Willenskraft 7
hat und Intelligenz 8 mit Biotech 6. Sie ist 11 oder sowas. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, wir verschwinden von hier. Mal sehen. Wir sollten eigentlich Jomo anrufen, ne? Ja, und da ruft er uns an, wie es aussieht. Als du den Gang entlang huschst oder eilst, erwacht Jomos Bild auf deinem PDA zum Leben. Sein Gesicht ist in Neonfarben getaucht durch das reflektierte Licht seines Cockpits und das Hintergrunddröhnen von sich drehenden Rotoren droht seine Stimme zu überdröhnen, zu ersticken. Ah, schlechte Neuigkeiten, mein Freund. Jomo kann nicht auf dem Ikon-Turm landen. Was auch immer du getan hast, Fuji scheint es zu wissen. Ihre Anti-Luftraketen sind online. Sie sagen mir, dass ich abhauen muss oder abgeschossen werde. Okay, und wie kommen wir dann hier raus? Oder wir können sagen, das ist nicht gut. Oder wir können sagen, ja, dann brauchen wir einen neuen Plan. Ja, wir sagen mal, Zeit für einen neuen Plan. Und er sagt, ja, begib dich runter zur Straße. Fuji kontrolliert vielleicht den Luftraum um Ikon, aber die Straßen gehören allen. Wenn du eine nette, offene Fläche finden kannst, dann werde ich den Helikopter dort landen, um euch aufzusammeln. In der Zwischenzeit werde ich einen Anruf tätigen, um den Treffpunkt für die Übergabe des Mädchens zu ändern. Wir werden das vor Ikon machen müssen. Jomo wird es nicht riskieren, mit dem Mädchen an Bord abgeschossen zu werden. Okay, gut. Ja, und Gaichu sagt, solange wir zur Straße gelangen können, sollten wir sicher sein. Fuji sendet vielleicht Bodentruppen in die Öffentlichkeit, aber sie werden keinen Konzernkrieg riskieren, indem sie schwerere Geschütze auffahren. Die Luft-Boden-Raketen werden nutzlos für sie sein. Okay, die Frage ist, ob wir Miss Lays Sicherheit garantieren können. Natürlich können wir. Was ist denn das für eine Frage? Ich bitte dich, Gaichu. Was ist los? Irgendwie ging das Spiel gerade. Aber gut, läuft. Ding dong. So, und gucken wir mal. Lilly tritt vorsichtig aus dem Fahrstuhl heraus und schaut den Gang hoch und runter. Sie schaut dich an. Ihre Erleichterung ist klar sichtbar. In Ordnung. Die Luft ist sauber. Ich wünschte, wir könnten den ganzen Weg bis nach ganz unten fahren. Aber dieses Gebäude ist so groß, dass sie die Fahrstuhlschätze, die Fahrstuhlschächte versetzt haben. Aha, das hält den Abschaum davon ab, nach zu den obersten Stockwerken zu gelangen, vom Einkaufszentrum aus. Wir werden die Fahrstühle wechseln müssen, um nach unten zu gelangen. Was diese Sektion, diesen Abschnitt des Gebäudes betrifft, sie hustet und schiebt ihr Gesicht in ihren Ellbogen, um die darauffolgenden das Keuchen zu unterdrücken. Ein paar Sekunden später senkt sie ihren Arm und räuspert sich. Entschuldigung. Ja, wir können jetzt sagen, geht so gut, das hat sich nicht gut angehört. Oder wir können sagen, puh, schlimmer Husten. Oder wir können sagen, ja, versucht das Husten zu unterdrücken. Ich möchte nicht, dass du unsere Deckung auffliegen lässt. Wenn wir irgendwo reinschleichen, wir sind so mitfühlend, ne? Wir fragen, ob sie okay ist, das hat sich nicht gut angehört. Lilly winkt abschätzig mit einer Hand. Es ist nichts, einfach nur Staub in meiner Nase. Oder Allergien oder Asthma, wer weiß. Wie ich bereits gesagt habe, ich denke, dass dieses Stockwerk nur ein paar von gemischten Räumen enthält. Büros und Meetingräume und vielleicht den ein oder anderen die ein oder andere Managerwohnung, schätze ich mal. Sie zuckt mit den Schultern, wahrscheinlich. Gobbit wirft Lilly einen schrägen Blick zu. Das schätze einfach, weil das scheint mir sehr spezifisch zu sein.
Lilly haut sich mit einer Hand auf die Stirn und stößt ein leises, frustriertes Seufzen aus. Meinst du das ernst? Oder beinhaltet dein Beruf einfach, dass du verdammt paranoid bist? Ja, schon. Ja, wir können jetzt sagen, was war nochmal dein Punkt? Oder wir können sagen, was meintest du nochmal, Lilly? Oder wir können sagen, paranoid? Hör zu, Kind. Ich bin derjenige, der deinen ärmlichen Arsch aus diesem Durcheinander zieht. Also bist du besser ruhig oder ich werde dich hier lassen. Ja, was war dein, was wolltest du sagen? Sagen wir einfach mal. Die Idioten, die mich gefangen gehalten haben, haben meine Fähigkeit zu lauschen unterschätzt. Ich bin nicht dumm. Ich habe versucht, das aufzuschnappen, ich habe versucht, nach Wegen zu lauschen, wie ich hier rauskommen könnte. Ich habe gehört, wie sie alle Arten von Dingen über dieses Gebäude diskutiert haben. Bitte. Okay. Sie ist ein bisschen ein kleiner Klugscheißer, ne? Lasst uns einfach nur einen Fahrstuhl finden, der uns zum Plaza-Stockwerk bringt, okay? Ich erinnere mich, dass die Jerk Brigade, die Idiotenbrigade, mich durch ein Shopping Center gebracht hat. Es ist alles ein bisschen verschwommen, aber ich denke, dass es in der Nähe des Erdgeschosses sein sollte. Dann können wir von hier verschwinden. Okay, warum haben sie dich denn übers Erdgeschoss reingebracht und nicht übers Helipad? Oder wir können sagen, gut zu wissen, können wir von dort aus direkt durch die Fronttüren laufen, also durch die Vordertür. Oder wir können sagen, ja, verstanden, ansonsten noch irgendetwas, das vielleicht nützlich für uns sein könnte. Ja, wir fragen sie mal, warum sie unten lang gebracht haben und nicht übers Helipad. Das ist ein bisschen spezifischer. Sie legt ihre Hände auf ihre Hüften. Woher soll ich das denn wissen? Es ist ja nicht so, als wenn ich den Typen, der mir eine Pistole an den Rücken gehalten hat, gefragt hätte, hey Mr. Kidnapper-Man, würde es nicht einfacher sein, wenn wir das ganze, dieses ganze Entführungsding mit einem Flugzeug machen würden? Ja, genau. Okay, und wir können jetzt sagen, ja, lass uns einfach weitergehen. Halte deine Augen nach einem anderen Ausgang offen. Oder wir können sagen, ja, lass uns einen Weg nach unten finden. Wir werden mit ein Problem fertig werden, wenn sie auftauchen. Oder wir können sagen, ja, wir verlieren Zeit, wenn wir hier einfach so rumstehen. Kommt schon. Wir bewegen uns. Haltet die Augen nach einem anderen Ausgang offen. Ach ja, kleine Klugscheißerkinder. Super, was haben wir hier drüben? Man weiß es nicht. Da haben wir eine Tür auf jeden Fall. Also wir sollen zum Plaza-Level runterfahren. Klar, warum nicht? Was ist denn das für ein Typ? Das würde mich ja schon ein bisschen interessieren. Vielleicht öffnen wir einfach ein paar Türen. Schauen uns mal um. Aha, ein weiterer Korridor. Oh, ein Nudelautomat. So einen hat Gobbit doch auch zu Hause. Hier haben wir irgendeinen Sicherheitsdingsbums, okay. Wahrscheinlich müssen wir da durch im Endeffekt, oder? Da unten sollen wir angeblich lang. Da hinten gibt es irgendwas, ein Keypad, okay. Ein Vorratsraum. Aha. Und da haben wir einen Lüftungsschacht. Dieser Belüftungsschacht sieht größer aus, sieht groß genug aus, um eine typische Drohne aufzunehmen. Außerdem scheint sie nicht viel zu tun zu geben. So, und wir
Wir sollen jetzt also eine Drohne aktivieren. Rector. Koschei. So, da befinden wir uns also in diesem wunderbaren Lüftungsschacht. Und finden hier einen Gasherd. Was können wir mit diesem Gasherd machen? Ja, sonst nichts, ne? Also hier scheint nur diese Küche zu sein irgendwie. Ja, dieser Gaskochstelle ist eine Rarität. In dem Zeitalter von Mikrowelleninduktionsherden, zu urteilen nach der Reihe von Box und großen Töpfen, die sich hier, also Töpfen, die sich in der Nähe befinden, muss jemand, der auf diesem Stockwerk arbeitet, ein Fan von traditioneller chinesischer Küche sein. Etwas, das viel schwieriger ohne große Mengen von offener Flamme zu bewerkstelligen ist. Okay, wir können uns also diesen Ofen ein bisschen näher angucken. Und der Gasschlauch, der die Rückseite, an die Rückseite dieses Ofens, angeschlossen ist, sieht ein bisschen lose aus. Streifen von sich abschälendem Klebeband formen ein brüchiges Siegel zwischen dem Schlauch und dem Ofen. Okay, das ist also sehr, sehr sicher hier. Wir lassen den aber erstmal in Ruhe, würde ich sagen. So, dann nehmen wir Koschei zurück. Und dann stöpseln wir uns wieder aus. So, beenden diese Runde. Okay, wir bleiben jetzt also noch ein bisschen im Kampfmodus. Kein Problem. Also da könnten wir wahrscheinlich für eine Ablenkung sorgen. Ansonsten haben wir hier noch ein Keypad. Na, wir haben aber nichts, ne? Gar nichts so. Nö. Okay. Gut. Da müssen wir uns mal umsehen. Also in der Richtung hier erstmal alles erledigt. Ah, Spiel hängt wieder. Aha, und das hier scheinen nur irgendwelche Fuji-Leute zu sein. Ja, sie wollen uns nicht mal sagen, warum das Gebäude abgeriegelt ist. Wir sind Sicherheitsmann. Ich weiß nicht, ob der uns so unbedingt erkennt oder nicht. Hier haben wir einen Manager. Und da haben wir einen angepissten Einwohner. Da haben wir einen Beschwörer. Hier haben wir einen Rigger. Okay, Achso, und hier ist noch eine Magierin. Also wenn wir hier Ärger anfangen wollen, dann haben wir es mindestens mit diesen vier Leuten zu tun. Ein wohlgepflegter Mann in maßgeschneiderten, in einem guten maßgeschneiderten Anzug tritt nervös von einem Fuß auf den anderen bei dem Zierteich. Sein Blick ist auf das Sicherheitsteam vor dem Fahrstuhl fixiert. Wenn man nach der Gemütslage, die er zur Schau stellt, urteilt, dann ist er, und seinem königlich geschnittenen, seiner königlich geschnittenen Frisur, dann vermutest du, dass er eine Art von Fuji-Manager sein muss, aus der oberen Etage. Siehst du, hier trägt er eine grüne Krawatte nämlich, hier trägt er auch ein grünes Hemd. Kann man das glauben? Hier oben gefangen, sie bitten uns darum, unsere Leben zu pausieren, unser Geschäft zu pausieren. Seine Augen werden einer Ecke des Teiches gewahr und er
schaut sich seine eigene Reflexion an. Ohne innezuhalten, beugt er sich über das Wasser und beginnt sein ohnehin schon ordentliches Haar glatt zu streichen. Und wir können jetzt sagen, ja, ich bin gerade erst hier angekommen. Haben Sie dir irgendwas oder haben Sie Ihnen irgendwas darüber erzählt, was hier vor sich geht? Und er sagt kaum. Der Manager lehnt sich oder beugt sich dichter zu dir heran. Diese Idioten wissen nicht mal, wonach sie suchen. Sie nennen es eine Sicherheitssituation. Aber als ich sie nach Details gefragt habe, nichts. Okay, das ist schon mal gut. Und wir können jetzt sagen, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie das nicht wissen? Vielleicht ist es nur geheim. Oder wir können sagen, ernsthaft? Ich muss noch an anderen Orten sein. Oder wir können sagen, ja, ich vermute, dann werden wir einfach geduldig sein müssen. Ja, wir fragen mal sicher, dass Sie das nicht wissen. Vielleicht ist es nur geheim. Wir sagen, er richtet sich auf und streicht sich den Anzug glatt. Das bezweifle ich. Sie sind Idioten. Ganz einfach. Na toll. Aber bitte, fragen Sie sie. Wenn Sie mir nicht glauben, Sie suchen nach jemandem, den Sie nicht beschreiben können, weil Sie nicht mal wissen, wie diese mysteriöse Person aussieht. Es ist alles Sicherheitstheater. In der Zwischenzeit bin ich hier drüben, verliere Geld und jede Sekunde, die ich auf diesem Stockwerk verbringe, verschwendet mehr Nuyen oder zieht mehr Nuyen von meinen Konten ab. Und das Schlimmste ist, ich habe eine Top-Level-Freigabe für diese Fahrstühle. Ich sollte in der Lage sein, sie ohne Frage zu benutzen. Aber diese Idioten lehnen es ab, mich durchzulassen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich rangmäßig über ihnen stehe. Er hebt eine Hand, um einen von seinen Manschettenknöpfen zu recht zu rücken. Sie haben mir gesagt, dass ich hier drüben warten soll, als wenn ich ein Niemand wäre. Wir können jetzt sagen, boah, das ist aber ganz schön rückwärts gewandt oder ziemlich falsch auch, ne? Oder wir können sagen, typisch, dass der Buchstabe des Gesetzes über den Geist des Gesetzes zu stellen. Oder wir können sagen, ja, was für ein Schmerz im Arsch. Ja, wir sagen einfach mal, da haben sie sich aber ganz schön geirrt. Und wir sagen, ja, das lässt einen sich doch fragen, was für schlechte Lebensentscheidungen sie gemacht haben müssen, um in diesen Uniformen zu landen. Er rollt, verdreht die Augen. Ja, verdammte Fahrstuhlwächter. Mhm. Ja, wir haben natürlich Geitschuh dabei, der ist nicht gerade unauffällig, aber hey, Regulierungen oder ja, Gesetze, Regeln binden oftmals die Hände von denjenigen, die nicht den Sinn dahinter nicht verstehen. Kontext ist genauso wichtig wie der Buchstabe des Gesetzes in hier wie in allen anderen Dingen. Mhm. Der Manager schaut Gaichu von oben bis unten an. Sein Mund öffnet sich, schließt sich wieder. Er schüttelt seinen Kopf in einer sichtbaren Anstrengung, seine Gedanken fortzuschieben. Und dann murmelt er eine kurze Antwort. Ja, natürlich. Und wir können jetzt sagen, ja, wir sind einfach nur neugierig, was sie für Fuji tun. Oder wir können sagen, sagen Sie mir, glauben Sie, dass Sie an diesen Wachen vorbeikommen würden, wenn sie plötzlich abgelenkt wären? Oder wir können sagen, ja, wissen Sie, was worum es hier bei dieser ganzen Abriegelungssache geht? Oder wir können sagen, ja, macht nichts, wir sehen uns später. Ja, wir fragen mal, was Herr Fuji tut. Und er betrachtet dich für einen Moment, lächelt in sich hinein. Ja, ich bin mir sicher, dass ich ziemlich außergewöhnlich für Sie bin. Was tut ein Mann meines Alters und meines Talentes hier bei Fuji? Ich bin froh, Ihnen Aufschluss zu gewähren, mein Freund. Er streckt eine Hand aus. Jens Rasmussen, Vizepräsident der ja, Logistik, würde ich sagen, ne? Für Fuji Orbital Dynamics. Aha. Ich bin verantwortlich für alle Suborbital, Semiballistik und
dem Planeten verlassene Fracht, die von Fuji und unseren Subunternehmen gehandhabt wird oder abgewickelt wird. Jens wirft einen abschätzigen Blick in Richtung der Fahrstühle und ich verdiene mehr in einer Woche, als diese Wachen in einem Jahr verdienen. Na toll. Als er sich wieder umdreht, verändert sich oder ja, verschiebt sich, ja, ich sag einfach mal, verändert sich der Stoff seines Jackets. Du kommst nicht umhin zu bemerken, dass die Art, wie sich das Material auf seiner Hüfte ja, Falten schlägt, ne, sammelt, das staut, als er sich bewegt. Du hast das schon mal gesehen. Er trägt ein paar von getarnten Pistolenholstern. Zwei gleich. Es ist alles ein riesiger Umstand. Einer, den ein Mann meiner Größe nicht durchleiden müsste oder durchmachen müsste. Abgesehen, unabhängig von den Umständen. Wir können jetzt sagen, boah, du hörst dich aber ganz schön wichtig an. Oder wir können sagen, Orbital Dynamics, gibt es eine Menge Fracht, die den Planeten verlässt. Oder wir können sagen, was machen Sie in Hongkong? Oder wir können sagen, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ist das nicht ein ungewöhnlicher Job für einen Konzernvizepräsidenten? Aber ist es nicht ungewöhnlich für einen Konzernvizepräsidenten, Waffen während der Arbeit zu tragen? Das fragen wir ihn gleich mal. Seine Augen verengen sich und die Pupillen ziehen sich zu kleinen Stecknadelköpfen zusammen. Eine schnelle und mechanische Antwort. Sie müssen... Sie müssen auf eine Art verbessert worden sein, auf eine sehr subtile Art und Weise. Er senkt seine Stimme zu einem Flüstern herab. Sehr Aufmerksamkeit von Ihnen. Jetzt senken Sie Ihre Stimme, wenn Sie... bitte. Wir wollen doch nicht ungebührliche Aufmerksamkeit auf uns lenken. Da ist wohl noch jemand, Shadowrunner. Und wir können jetzt sagen, mach dir keine Sorgen, Faceman, also ein Betrüger im Prinzip, ne? Wenn ich einen sehe, erkenne einen Betrüger, wenn ich einen sehe und ich habe kein Interesse daran, sie zu verraten. Oder wir können sagen, nein, das wäre es nicht gut, wäre uns nicht genehm. Keiner von uns beiden möchte das. Oder wir können sagen, schau mal, Mann, ich weiß nicht, welche Art von Spiel du hier spielst und es interessiert mich auch nicht, solange du mir nicht in den Weg kommst. Wir sagen einfach mal, keine Sorge, ich erkenne einen Betrüger, wenn ich einen sehe und wir haben kein Interesse daran, ihn zu verraten. Und er sagt, ja, und ich erkenne einen Mit-Shadowrunner. Ich habe dich schon bemerkt, als du den Raum betreten hast. Er nickt mit dem Kopf in Lillys Richtung. Ein Extraktionsjob, nehme ich an. Viel Glück. Und wir können jetzt sagen, danke, und wer bist du wirklich? Oder wir können sagen, ja, ich brauche kein Glück. Weswegen bist du hier, Jens? Oder wir können sagen, ja, es ist immer gut, einen Mit-Runner zu treffen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Das sagen wir doch einfach mal. Und er sagt, ja, die beste Art und Weise, wie du mir helfen kannst, ist, indem du meine Charade hier aufrecht erhältst. Du hast schon bemerkt, dass ich, oder gemutmaßt, dass ich nicht Jens Rasmussen bin, aber du musst weiter so tun, als wenn ich es wäre. Mein Handle ist Arvin. Wenn du jemals in Schweden bist, dann such doch mal nach mir. Aber für den Moment musst du all das vergessen und mich mit der Verehrung, mit der Speichelleckerei vielleicht auch, wenn man es stark ausdrücken wollte. Ehrerbietung, genau. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und mich mit all der Ehrerbietung behandeln.
die du auch einem richtigen Fuji-Vizepräsidenten entgegenbringen würdest. Er wirft Lilly einen bedeutsamen Blick zu. Ich werde deine Deckung nicht auffliegen lassen, wenn du meinen nicht auffliegen lässt. Okay, cool. Lilly nickt ihm mit großen Augen zu. Oh, yes, Sir, Mr. Vizepräsident. Es ist eine echte Ehre, einen Fuji-Manager ihrer Größe, ihres Ausmaßes, ihres Ansehens. Ich gucke jetzt nach, was, wie man es der Tür am besten übersetzt. Ja, Gestalt. Ich würde sagen, ihres Ansehens zu treffen. Sie lächelt zu ihm durch zusammengebissene Zähne an. Ihr Kopf wackelt enthusiastisch auf und ab. Und ich würde sagen, für heute beenden wir hier, Jungs und Mädels. Machen hier beim nächsten Mal weiter. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und dann versuchen wir uns mal hier rauszuquatschen irgendwie. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Passt auf euch auf. Ciao.